Wir haben im letzten Video ein paar Startwerte in einen Iterator eingesetzt und die Wirkung beobachtet. Hätten wir diese Wirkung auch mit Blick auf den Iterator vorhersehen können? Wir haben also die Funktion 2z plus 1 und in unserem Fall ist a 2 und b ist 1. Das sind jeweils die komplexen Zahlen. Also hier schreiben wir es vielleicht doch nochmal einmal ausführlich. Das ist die komplexe Zahl 2 plus 0i und bei b haben wir es mit der komplexen Zahl 1 plus 0i zu tun. Und jetzt wissen wir nach dem letzten Kapitel über lineare Funktionen, dass das eine Drehstreckung ist. Und wir wissen, dass die Streckung, die passiert, gerade die Länge von a ist. Wir wissen, der Winkel, um den gedreht wird, ist gerade der Winkel, den diese komplexe Zahl a in sich trägt. Das haben wir das Argument von a genannt. Und wir wissen, das Drehzentrum können wir ausrechnen, indem wir b nehmen und 1 durch 1 minus a teilen. Na, und das können wir doch jetzt mal machen. Die Länge von diesem Vektor, das ist, ja, habe ich gesagt, die komplexe Zahl 2. Das heißt, das ist die Zahl, die auf der x-Achse liegt und hier die Länge 2 hat. Das heißt, die Länge können wir direkt ablesen, die ist 2. Und den Winkel können wir ehrlich gesagt auch direkt ablesen, das ist 0, weil diese Zahl kann ich schreiben als 2 mal Cis von 0 Grad. Und das kriegen wir auch ausgerechnet. Das ist tatsächlich relativ einfach, da wir es ja nur mit reellen Zahlen zu tun haben. Das ist 1 durch 1 minus 2, das ist minus 1 oder vollständig ausgeschrieben die komplexe Zahl minus 1 plus 0 mal i. Das heißt, das ist die Zahl, zeichnen wir sie hier auch ein, das ist diese Zahl hier, minus 1. Was heißt das jetzt? Das heißt, dass diese Funktion eine zentrische Streckung bewirkt, Drehung 0 Grad, also keine Drehung, nur eine zentrische Streckung mit Streckfaktor 2. Und das erklärt auch, warum wir hier oben eine divergierende Folge haben. Weil wir mit Streckfaktor 2 strecken, der Vektor wird immer länger. Der wird aber in einem Fall nicht immer länger, nämlich genau dann, wenn wir als Startwert das Streckzentrum selber anschauen, weil wir ja immer den Abstand zum Zentrum verdoppeln. Das heißt, wenn der Abstand 0 ist und wir den verdoppeln, bleibt der offensichtlich 0. Das heißt, an der Stelle macht das Sinn, dass wir es mit einer konstanten Folge zu tun haben werden.